Das Watt und der Tod mit Olofsen und Greiner. Als auf einem Grabenkutter eine Leiche gefunden wird, stehen die beiden vor einem Rätsel, in das sich sogar das BKA und das britische MI5 einschalten. Ein Killer-Virus rückt in den Fokus, eine Biowaffe. Es beginnt ein gnadenloses Rennen gegen die Zeit und Olofsen weiß nicht mehr, wem man noch trauen kann. Das Watt und der Tod, mein neuer Krimi aus dem Kuxland. Spannung pur, versprochen.